Tübingens OB Boris Palmer, hier Archivbilder, ist im bekannt grellblauen Anzug der Tübingen macht blau Anti-CO2-Kampagne heute zum UN-Weltklimagipfel in Paris aufgebrochen. Er ist dort Botschafter des Klimabündnisses der deutschen Städte. Palmer gibt sich optimistisch, dass das globale Zusammentreffen von hochrangigen Politikern, Wirtschaftslenkern, Fachexperten und Umweltschutzorganisationen erfolgreich sein wird. Erklärtes Ziel ist es, die Erwärmung des Klimas auf rund 2 Grad zu begrenzen. Die Weltgemeinschaft habe mittlerweile realistischere Ziele definiert. Zur Absenkung des globalen Treibhausgasausstoßes brauche es vorrangig auch viele lokale und regionale Anstrengungen. Tübingen selbst hat bei seiner Klimaschutzoffensive eine weitere Phase eingeleitet. Bis 2022 will die Stadt weitere 25% CO2 einsparen. Indessen hat der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, zum Gebet für ein gutes Gelingen aufgerufen. Die Verhandlungen dürften nicht scheitern. Man dürfe Kindern und Enkeln keine überhitzte und lebensfeindliche Welt hinterlassen. Die Kirchengemeinden im Bistum Rottenburg-Stuttgart haben ihren Ausstoß von CO2 allein bis 2012 um mehr als 12.000 Tonnen pro Jahr verringert.